Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist Samstag und ich bin so ein bisschen kuschelig unterwegs. Ich habe so einen chilligen Pulli an und irgendwie so chilli-milli ungeschminkt und ich, keine Ahnung, möchte mit dir zusammen das Unboxing von der Barbara-Box machen, denn die ist tatsächlich gerade bei mir eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich darin verbirgt und vielleicht das ein oder andere auszupacken und so auszutesten, auspacken werden wir alles, ne? Ja, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Barbara-Box kommt alle 2 Monate. Kostet auch so ungefähr 25, 30 Euro pro Box. Also das ist dann quasi runtergerechnet pro Monat genauso viel wie Glossy Box oder Pink Box. Dann auch genauso gleich viel wie die Brigitte Box. Und ich zeige dir ja gerne in Kooperation mit boxpalast.de, wo ich ja immer sowohl die Box als auch den Gewinn gratis zur Verfügung gestellt bekomme, ne? Welche Boxen es so auf dem Markt gibt. Und dann kannst du so ein bisschen auch schauen, hey, welche Box könnte vielleicht zu mir passen. Und ja. Diese Box ist quasi von Barbara Schöneberger inspiriert bzw. auch erstellt. Deswegen wird die liebe Dame uns das ein oder andere Mal über den Weg laufen. Und ja, wir gucken mal rein. Und in diesem Video kannst du auch eine Box gewinnen. Was du dafür tun musst, steht alles unten in der Infobox drin. Vielen, vielen Dank an das liebe boxpalast.de Team, dass ihr mich so wundervoll unterstützt und ja, mir die Boxen und den Gewinn halt entsprechend auch immer zukommen lasst. Danke. So, ui, 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 die ist so schön groß immer, ich freue mich so. So sieht sie aus. Dieses Mal in einem wunderschönen Lavendelton. Und die ist echt groß, ne? Ich meine, guck dir das mal an. So, ein paar Dinge springen mir schon direkt entgegen. Und zwar habe ich als erstes hier so einen Flyer drin, weil es ja die Kooperation ist. Liebe Claudia, passend zum herbstlichen Wetter zaubert dir die neue Barbara-Box einen schönen Abend, ich muss gerade Advent sagen, ne? Ich denke die ganze Zeit nur Adventskalender. Einen schönen Abend, ganz nach dem Motto Pyjama Party. Viel Spaß beim Probieren. XOXO Maria vom Barbara Box Team. Vielen. Habe ich Maria oder Barbara gesagt? Maria vom Barbara Box Team, ne? Vielen, vielen Dank, liebe Maria. Mensch, ich bin noch ein bisschen verpeilt heute. Ja, Pyjama Party passt. Kuschelig, chillig. Ah, auf jeden Fall. Da bin ich mit dabei, Leute. Weil es halt die Box inspiriert von Barbara Schöneberger und ihrer Zeitschrift ist, haben wir hier auch die Zeitschrift Barbara mit dabei. Die kostet regulär in Deutschland 4,20 Euro und muss definitiv auch berücksichtigt werden beim Wert, finde ich, von den Produkten. Und Leute, siehst ja ganz schön alt aus. Das ist Barbara Schöneberger in alt gemacht. Das finde ich auch irgendwie mal ganz interessant zu sehen, ne? Trotzdem noch eine wunderschöne Frau. Ja. Hier sind allerhand verschiedene Sachen drin und ja, sowas kommt bei uns im Badezimmer in die Magazinbox. Da haben wir so einen Ständer aus Rattan. Das ist dann da immer drin. Dann Achtung, Achtung, auch wenn du ein Barbara-Box-Abonnent bist, bekommst du 10 Euro günstiger den Adventskalender von der Brigitte-Box, weil Brigitte-Box, Barbara-Box, Pink-Box und so weiter gehören ja alle zusammen. Und ja, den Klassik-Kalender habe ich ja mit euch zusammen schon ausgepackt. Und ja, ich will wissen, was sich in dieser Box verbirgt. Die Farbe finde ich schon mal großartig, ne? Oh, es ist schön. Das ist riesig. So, hier haben wir den ersten Blick in die Box mit dem wunderschönen Seidenpapier, den Seidenschleifchen. Und vom Duft her riecht das nur nach Papier. Also alles gut verpackt, was da drin ist. Und hier haben wir den ersten Blick in die Box. Wir haben hier das Magazin, wo drin steht, was drin ist. Und auch das Motto Pyjama Party ist hier nochmal aufgegriffen. Und ja, verschiedene Produkte werden hier drin sein in der Box. Ich bin echt gespannt. Es wird toll. Life is better in Pyjamas. Das ist ein Produkt von der Barbara Box selbst. Also du hast manchmal auch so Produkte drin, die halt exklusiv hergestellt wurden. Und ja, das ist klassisch, ne? Das ist einfach eine Schlafmaske. Wie geil. I'm sleeping. Also Schlafmasken per se finde ich total cool. Ich persönlich brauche keine Schlafmasken, weil wir haben hier Jalousien und so. Aber es gibt genug Regionen, wo du es eben nicht hast. Ich wollte es gerade wieder schon zurücktun. Es ist ganz niedlich und es fühlt sich auch sehr schön weich an. Ich denke auch, dass es sehr angenehm zu tragen sein wird. Wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, wirklich irgendwo übernachtet bei einer Freundin oder so und da halt keine richtigen Jalousien sind oder sowas, macht das auf jeden Fall Sinn. Oder wenn man ja auf Geschäftsreise sowas zu tragen, ist vielleicht auch ein bisschen kritisch, aber könnte man theoretisch auch machen. Ich meine, wer guckt schon bei einem ins Hotelzimmer, ne?
Ich bin tatsächlich bald wieder auf einer Reise, da haben wir ein Vertriebsmeeting. Vielleicht nehme ich das tatsächlich mal mit. Wer weiß, wie dunkel es im Schlafzimmer ist. Oft hast du ja gar keine Jalousien. Doch, das nehme ich mit. Das ist gut. Gute Idee. So, hier haben wir so einen Ultratiegel. Alto Belli. Im Asam Resveratrol Körpercreme. 300 Milliliter. Wow. Gestern erst habe ich das dazugehörige Serum leer gemacht. In der Mainz-Box und in der Luxury-Box hatten wir ja die Ampullen von Resveratrol drin. Und hier hast du das als Körpercreme drin. Rich Cream. Boah, das ist... Nee, nicht Body Cream. Cream. Body Cream. Körpercreme. Nix Rich Cream. Keine Ahnung, wie ich darauf gerade komme. Sehr, sehr geil. Ja. Reichhaltig, doch hier, wohl, Rich Cream. Diese reichhaltige Körpercreme mit Resveratrol, Shea Butter und Vitamin E pflegt besonders intensiv und hinterlässt ein geschmeidiges Hautgefühl. Mega geil. Und das ist auch ein schöner Tiegel, ne? Ich meine, da siehst du natürlich, wenn du dich eincremst, da jeden einzelnen Fingerabdruck drauf. Aber das ist mal derbe. Ist natürlich auch noch hier verschlossen. Aber, ne, riechst du nichts durch, aber es wird wahrscheinlich auch ähnlich sein wie halt die Ampullen und auch wie dieses Serum, was ich hatte. Das Serum war klasse, das war richtig geil. Und jetzt hier nochmal als Bodycream finde ich mega, mega cool. Das feiere ich gerade. Passt auch zur Pyjama-Party, weil da pflegst du dich ja und dann so einen großen Pott einfach mal hinstellen. Und dann können alle Mädels sich mal so ein bisschen pflegen und eincremen und so. Ist geil. Weil man, also ich creme mich auch abends immer ein, deswegen passt das. Ja, klassisch, Leute, ne? Eine Zahnpasta, wer braucht sie nicht? Perlweiß, Schönheitszahnweiß, strahlender Glanz, ja, eine Zahnpasta. Ich könnte mittlerweile echt mit Zahnpasta dealen und ein Handel damit aufmachen. Ich habe so viele davon. Ja, Perlweiß, weil ja, es soll ja auch irgendwie ganz nett sein, ganz toll sein. Eine Stufe weißere Zähne in 10 Tagen. Ich habe relativ weiße Zähne, also ich brauche es eigentlich nicht, obwohl ich jetzt hier meine Zähne nicht unbedingt schone, zum Beispiel dadurch, dass ich auch Kaffee trinke oder Tee trinke oder so, ne? Aber trotzdem habe ich da für diese ganzen Geschichten relativ weiße Zähne, deswegen brauche ich eigentlich keine zahnaufhellenden Produkte. Aber naja, ist jetzt halt mit dabei, kann man machen, ne? Habe ich eigentlich erzählt, dass mein Freund letztens tatsächlich mal Zahnpasta gekauft hat? Ich habe echt gedacht, ich fall vom Glauben ab. Wieso? Wieso? Ich habe einen Jahresvorrat für die nächsten 10 Jahre wahrscheinlich. Oh, unfassbar. Okay, so, weiter geht's. Hier ist was Großes drin. Oh, was zum Essen. Mini-Cookies, Mini-Kekse in Herzchenform. Och, wie niedlich. Smart Topping. Naschen, dekorieren, streuen und mehr. Also du kannst das halt so, das sind so Mini-Kekse, die du so auf Kuchen drauf machen kannst. Oder wenn du so einen geilen Kakao machst, so einen heißen Kakao mit Sahne drüber, Kakao so ein bisschen drüber streuen und dann diese, das ist geil. Cool. Ist auch noch vegan. Ach du meine Güte, du meine Güte. Du ahnst es nicht. Ja, geil. Cool. So kleine Herzchen. Komm, wir probieren die mal. Mit Wiederverschluss. Ah, mit meinem Nagellack passt das perfekt. Obwohl ich diese Nagellackfarbe total hässlich finde, passt sie heute aktuell zu ziemlich vielen. Ne? Also zu meinem Oberteil passt sie. Zu der Packung hier. Ich sollte die ganze Zeit mit der Packung in der Hand durch die Gegend laufen. Da bin ich immer schön gestylt. Oh, das habe ich nicht gut aufgemacht. Die sind ja wirklich winzig klein. Ne? Ganz, 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 ganz mini kleine Herzchen. Seite, Seite. Schmecken nach Keks, ne? Ja. Aber lecker. Ach, guck mal. Von Yves Rocher. Rocher. Von Yves Rocher. Anti-Age Global. Eine korrigierende Creme für die Nacht. Ich glaube, da hatte ich letztens die Tagescreme für. Als ich bei Yves Rocher den Adventskalender bestellt habe, da hat man nämlich was gratis mit dabei gekriegt, unter anderem diese Creme. Und ich glaube, das war die Tagescreme. Und das hier ist dann die Nachtcreme. Das ist sehr, sehr praktisch. Das ist cool. Das gefällt mir. Cool. Ja. Ne? Kann man gut gebrauchen. Korrigiert. Gleich deine Fältchen aus. 96% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs. 0% Mineralöl, Farbstoffe. Also keine Farbstoffe. Ja. Ne? Läuft. Ja, mit diesen zwei Dingern hier werde ich wahrscheinlich nicht allzu viel anfangen können, weil das ist, glaube ich, Alkohol. Your Party Shot, ja, wie viel Prozent? 17% Alkohol ist da enthalten. Fruit Berry Pink Shot von Dos Mas. Zwei kleine Shots. Ne, ist passend zum Thema, ist ganz witzig, aber ich trinke keinen Alkohol. Auch das hier ist Alkohol, das 5,5% Scavi Hibiscus Grapefruit.
Ja, das ist so ein Weingetränk, ne? Hat was ein bisschen so von Sangria wahrscheinlich und so ein bisschen beerig und keine Ahnung. Auch ganz niedlich, aber nichts für mich. Oibos Sensitive Hand. Repair und Schutz medizinische Hautpflege gegen trockene und raue Hände. Das finde ich ganz gut. Das sind 50 Milliliter so eine Handcreme, die kannst du wohl gebrauchen. Auch wenn ich mittlerweile so viele Handcremes habe, dass ich mich damit zuschmeißen könnte. Ja. Ne? Kann man aber gut gebrauchen. Vitaminpflegekomplex, ja. Hygrodermfaktor, sagt mir nichts. Ja, ne? Kann man gebrauchen. Ja. Ja, ich brauche jetzt mehr was für Pyjama-Party. Also irgendwie so ein bisschen die Vibes von Pyjama-Party lassen gerade so ein bisschen nach. Ich brauche mehr davon. Also für Claudi-Pyjama-Party, weil da ist ja schon alkoholische Getränke für Pyjama-Partys und so, aber ich brauche mehr. Ich brauche was anderes. So. Privacy Quickie Amigo. Das ist ein Partyspiel ab 16 Jahren. Das finde ich schon wieder cool. Okay, was ist das? Ja, es ist halt ein Spiel, ne? Deswegen sowas finde ich immer witzig. Ein Quickie gefällig. Über 300 neue Fragen, eingesandt von Privacy-Fans, machen dieses ultimative Partyspiel zu einem perfekten Spiele-Quickie. Bei witzig-kuriosen Erlebnissen, Fragen zur Moral oder dem Thema Nummer 1 ist Stimmung garantiert. Diese Fan-Edition kann in alle bisher erschienenen Privacy-Varianten integriert, aber auch unabhängig davon gespielt werden. 162 Spielkarten, ein Punkteblock und eine Spielanleitung. Okay, ja, kenne ich nicht, muss ich lernen, was das so ist, aber es sieht schon mal sehr gut aus vom, ja, ne? Die Kaninchen sind ja niedlich, aber es ist halt ab 16, das passt auch. Ich bin über 16, schon ein paar Jahre, ja, so 2-3 Jahre drüber, ne? Kennst du das auch noch, wenn du so Filme guckst und dann kommt diese Einspielung, dieser Film ist ab für Zuschauer unter 16 Jahren leider nicht geeignet oder so und du denkst dir immer noch so, damals, ne, da hat man immer so, oh, wie heimlich man das jetzt gucken muss und so, ne, und jetzt, okay, ja, okay, hier ist so ein Spieleblock mit dabei und das hier sind die Karten. Ja, was sind das denn für Fragen? Ich habe schon mal gelogen, um vor anderen besser dazustehen. Ich denke jeden Tag mindestens 10-mal an Sex. Ich lüge gelegentlich bei der Frage nach der Anzahl meiner Sexpartner oder Sexpartnerinnen. Wenn Seitensprünge keine Folgen hätten, wäre ich auf jeden Fall dazu bereit. Okay, ja, das sind halt so, und dann hast du hier Ja, Nein, und das sind die Fragen dazu, und dann kannst du wahrscheinlich Punkte sammeln, je nachdem, welche Frage du entsprechend beantwortest, keine Ahnung. 5 bis 10 Personen können das spielen. Hört sich interessant an, wir haben nächste Woche Mädelsabend, mal gucken, vielleicht nehme ich das mit. Und dann haben wir was drin, was ich auch echt cool finde. Hatte ich jetzt letztens schon woanders drin, sage ich jetzt mal. Das hier sind Totes Meer Gesichtsmasken. Und zwar sind das 4x2 Sachets ja, von Salt House. Ne? Das ist einmal Regeneration und Glätte. Das heißt, im Prinzip haben wir hier 8 Masken drin. Kannst nicht meckern, ne? Dann eine Premium-Maske Feuchtigkeit, frisches und straffes Hautgefühl mit Gurke. Dann mit Granatapfel, Antioxidation, Zellschutz und Regeneration. Und mit Meeresalgen, klare Haut und feine Poren. Auch sowas kann man immer gut gebrauchen. Vielleicht nehme ich genau diese 4 Sachets, also diese 4 Masken für nächste Woche. Mittwoch haben wir, glaube ich, Mädelsabend, 30.10. Ne? Mit, mal gucken, was die Mädels dazu sagen. Mensch, ich bin irgendwie dieses Mal ganz schön durch die Barbara-Box durchgerauscht. Aber es waren halt auch einige Produkte dabei, die du jetzt nicht so unbedingt direkt testen konntest. Und es war halt auch keine dekorative Kosmetik mit dabei, was aber beim Thema Pyjama-Party auch richtig ist, ne? Weil bei einer Pyjama-Party, da schminkt man sich nicht. Da schminkt man sich ab, aber da geht man nicht geschminkt hin, ne? Nur mal so. Ich jedenfalls nicht. Naja, ja, doch. Inhalt hat mir gefallen, war abwechslungsreich, war cool. Also die Resveratrol-Creme, die finde ich eigentlich am geilsten. Die Schlafmaske, ja, finde ich ganz nice. Ich denke, dass ich die dann in 2 Wochen ganz gut benutzen kann. Und ja, ne? Denk dran, du kannst in diesem Video eine Box gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox drin. Und hier blende ich dir auch mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Erwartungsgemäß ist das immer ziemlich hoch. Ich glaube, über 100 Euro oder so wird damit auch immer geworben. Ich weiß es aber gerade nicht aus dem Stegreif. Ich komme damit auch immer mal wieder durcheinander. Kann ich mir aber doch irgendwie schon vorstellen. Ne? Das sind ja recht hochpreisige Produkte hier drin, hochpreisige Marken. Und ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir.
Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!